Klein und mehr als nur Oho, der Profoto A1. Der Profoto A1 ist so die logische Weiterentwicklung von allen Blitzen, die Profoto sonst so hat. Er verbindet quasi die Handhabung, die Power, das Easy-to-Use-Feeling von den Profoto-Geräten in einen unglaublich kleinen und kompakten und extrem durchdachten Aufsteckblitz. Das heißt, dieser Profoto A1 verwendet einen Hotshot. In diesem Fall habe ich die Nikon-Version hier. Da gibt es dann für Canon das gleiche und auch in Zukunft für Sony. Und mit diesem Blitz kann ich, wie gesagt, meinen On-Camera-Blitz ersetzen. Das heißt, ich habe da alle Möglichkeiten, kann das Ganze jetzt frei bewegen, wie man es einfach von normalen On-Camera-Blitzen genauso kennt. Kann natürlich auch, wenn ich möchte, nach vorne blitzen. Und bin hier eigentlich relativ, also extrem flexibel. Schön ist, dass der Akku ein Lithium-Ionen-Akku ist mit, ich glaube, bis zu 350 Auslösungen bei voller Power, was wirklich enorm ist. Und den kann man natürlich sehr, sehr schnell aufladen. Ich glaube, in 80 Minuten ist dieses Ding voll. Des Weiteren gibt es verschiedene Funktionen. Da werde ich aber als erstes einmal den Blitz einschalten und ein wenig näher kommen. Okay, zum Einschalten. Hält man hier einfach einmal diesen Power-On-Knopf gedrückt, dreht hier nach rechts und der Blitz ist eingeschaltet. Aktuell sieht man, dass ich hier zwei verschiedene Möglichkeiten habe, nämlich manuell unten oder TTL nach oben. Das ist hauptsächlich wichtig, wenn der Blitz jetzt auf der Kamera drauf ist. Das heißt, ich habe hier manuell und TTL im sofortigen Umstellen. Des Weiteren, sehr cool, zum Handling die Blitzleistung, einfach drehen, mehr Leistung oder weniger Leistung. Man kann auch ein Piepsen einstellen. Und etwas, was wirklich sehr, sehr praktisch ist, ist folgendes. Da gehe ich mal nach unten. Ich kann mit der Modeling-Taste, wenn ich da drauf drücke, ein Model Light ein- und ausschalten. Ich leuchte da jetzt einfach mal darüber. Oder auf mich. Machen wir so. Zack. Ah, wollte gerade fragen, ob man sieht. Aber ja, man sieht, das ist jetzt das Model Light. Was man natürlich auch einstellen kann. Also wenn ich jetzt verschiedene Dinge am Blitz vornehmen möchte, vom Setup, auf den mittleren Knopf drücken und ich habe hier jetzt verschiedene Einstellungen. Das Model Light war jetzt übrigens auf minimal eingestellt. Ich kann das auch auf maximal einstellen und auf proportional. Ich stelle es mal auf maximal ein. Gehe einfach wieder raus mit Exit. Halte mir jetzt die Augen zu und schalte das einfach einmal ein. Und man sieht, das Model Light ist echt enorm hell. Was natürlich sehr cool ist, wenn man irgendwelche Dinge anleuchten will oder irgendwas ausprobieren möchte. So wie diesen kleinen Sacker hier oben von Wacom. Das ist ein Monitor-Putz-Knob, nenne ich ihn mal. Und mit dem Model Light sieht man halt sofort, wie sich der Schattenwurf auf der Wand auswirkt. Ich schalte das Ganze einfach wieder mal aus, komme hier wieder ein wenig näher, warte, bis der Fokus drauf ist. Und gehe jetzt einfach rein, Model Light lasse ich mal auf minimal. Wie gesagt, proportional geht natürlich auch. Dann gibt es verschiedene andere Einstellungen. Aber sehr cool ist auch jetzt diese kleine Anzeige. Und zwar zeigt mir das jetzt den Beam an, also wie groß der Strahl ist. Und das kann ich hier im oberen Bereich mit diesem Zoom-Ring verstellen. Das heißt, ich kann einzoomen oder natürlich auch wiederum auszoomen. Und so den Fokus entsprechend verstellen, wie ich ihn haben will. Was gibt es jetzt noch? Im oberen Bereich, sehr genial, da fahre ich mal darüber und komme gleich wieder zurück. Gibt es jetzt dieses Teil, diesen, wie heißt das, Dom-Diffuser. Und den kann ich da einfach, zack, magnetisch drauf bauen. Und wenn ich jetzt das Model Light einschalte, damit man sieht, habe ich jetzt natürlich einen Diffuser, der jetzt in jegliche Richtung das Licht abstrahlt und so zu einem viel, viel weicheren Ergebnis kommt. Schalte man das Model Light wieder ab und gebe das Ding runter. Sehr genial ist, wie gesagt, hier diese magnetische Befestigung, wo man jetzt verschiedenes Zubehör extrem schön und extrem schnell draufgeben kann. Und das ist auch das, was mir unglaublich gefällt am Profoto A1. Die Zubehörlösungen sind durchdacht, sind extrem schnell. Man braucht jetzt nichts herumfrickeln oder ausrichten, sonst irgendwas. Man gibt es einfach drauf und das Ding ist sofort einsatzbereit. Da gibt es zum Beispiel noch eine, ich nenne es mal eine Softbox, was das Licht so nach vorne wirft. Es gibt zum normalen Blitz eine Reflektorscheibe, die auch magnetisch drauf geht. Die ist sehr, sehr flach. Und es gibt verschiedenes anderes Zubehör auch noch. Also sehr, sehr, sehr genial. Was aber für mich persönlich eigentlich das wirklich Coole an dem Ding ist, ich verwende ihn
oder ich verwende Blitze kaum als Aufsteckblitz direkt auf der Kamera. Aber was für mich extrem cool ist, erkläre ich mal. Und zwar habe ich hier verschiedene Gruppen. Ich gehe da mal wieder näher ran. Und diese verschiedenen Gruppen, A, B, C und D, kann ich von diesem Blitz aus steuern. Das heißt, wenn ich da zum Beispiel B steuern möchte und ein wenig heller werden will, kann ich das so einstellen. Das heißt, ich habe beispielsweise einen anderen Profoto-Blitzkopf, einen A1, einen B1, was auch immer, einen B2 und kann es hier entsprechend einstellen. Auf verschiedene Gruppen legen und einfach sagen, okay, zack, Gruppe C soll so und so eingestellt sein. Wenn ich die Gruppe übrigens einstellen will, gehe ich da ins Menü rein und kann hier jetzt sagen, okay, welcher Channel, jetzt sage ich einfach mal Channel 1, welche Gruppe, Gruppe 1, heißt ja auch A1, also darum lasse ich es auf A1 und kann jetzt quasi innerhalb von dieser Gruppe A1 mit diesem Blitz ja, arbeiten. Das ist sehr cool. Aber wie gesagt, ich kann euch jetzt sagen, Gruppe C soll einfach heller werden oder dunkler, wie auch immer. Das Ganze ist natürlich, wie schon ganz am Anfang erwähnt, TTL. Das heißt, Through the Lens ist die Messung von diesem Blitz und ich kann damit mit, also den Blitz einfach als Aufsteckblitz mit TTL-Funktion verwenden. Wenn man eben mit Aufstellblitz fotografieren möchte und man hat hier, wie gesagt, verschiedenste Freiheitsgrade, die man ja gewohnt ist und die man einfach so haben will. Vom Licht her übrigens, da das jetzt ein rundes Licht ist, also ich blitze da mal kurz ab, peng, hat man einen viel, viel schöneren, ein viel, viel schöneres Glanzlicht, als wenn das jetzt diese klassischen eckigen Lichter sind, die man von Blitzen gewohnt ist. Das ist vielleicht gleich so vorneweg auch noch unglaublich cool. Okay, aber wie verwende ich das Ding normalerweise? Greift einmal zurück. Erstens einmal gibt es hier jetzt diesen Blitzschuh-Adapter-Teil zum irgendwo hinstellen. So. Dann steht das Ganze. Spannend ist natürlich auch, dass ich hier unten natürlich eine Gewindeschraube habe für Lichtstative und damit kann ich mir den Blitz natürlich auf ein Lichtstativ draufstellen und dann zum Beispiel einen Schirm draufgeben oder was auch immer. Und jetzt ist das so einfach einmal ein Blitz, der irgendwo herumsteht. Okay, so, was braucht man dann dazu, damit das Ganze auch irgendwo sinnvoll wird? Man braucht einen Profoto Air Remote, in diesem Fall sogar die TTL-S. Für Sony gibt es TTL-C für Canon, TTL-F, TTL-N für Nikon natürlich und habe da jetzt die Möglichkeit, den Blitz zu steuern. Aktuell kann ich hier beispielsweise einfach einmal das Modellicht einschalten oder ausschalten. Ich drehe es mal hier rüber, beziehungsweise man sieht es da ganz leicht. Das heißt, wenn ich hier auf meiner TTL einfach einmal, warte mal, bis der Zoom hier kommt, da muss ich wahrscheinlich rausgehen aus dem Bild. So. Hier irgendwo. Wenn ich da jetzt Model Light aktiviere, leuchtet hinten oder schaltet sich hinten natürlich das Model Light ein und aus. Und das kann ich eben auf der Kamera einstellen. Vom Modus kann ich hier oben rechts bei der Remote einstellen TTL, was ja so viel heißt wie Through the Lens. Das kennen wir. Das heißt, ich gehe einfach irgendwo hin, fokussiere, löse aus und der Blitz macht entsprechend das Foto. Also der Blitz mit der Kamera gemeinsam berechnet die korrekte Belichtung und macht auf der Basis von dieser Berechnung das Foto. Und in diesem Fall würde jetzt die Leistung hier auf 2 eingestellt sein, also sehr gering. Wenn mir das jetzt aber passt, dieses Foto, und ich eigentlich nicht mit TTL fotografieren möchte, damit ich genau meine Ideen so umsetzen kann, wie ich das möchte, dann macht man Folgendes. Wie gesagt, das erste Foto ist bei mir immer ein TTL-Foto, through the lens, damit ich einmal den Startpunkt habe. Und dann wird hier oben auf manuell umgestellt. Und ab dem Moment, wo ich hier oben auf manuell bin, bin ich jetzt wirklich in der Lage, die Blitzleistung einzustellen, wie ich das haben möchte. Ich gehe mal hier bei meiner Kamera auch auf manuell, hier beim Modus, damit ich sozusagen Studio-Einstellungen habe. Und jetzt kann ich da mit der Energie auf diesem Remote mit Plus und mit Minus die Leistung einstellen. Wenn ich ganz unten bin, dann bekomme ich hier dieses Piepsen, ich bin ganz unten. Wenn ich jetzt nach oben gehen möchte, dann kann ich hier einfach off klicken und gehe in Zehntelschritten. Oder ich bleibe lang drauf und gehe immer um einen Helligkeitswert höher. Und jetzt sieht man einfach, dass ich einen gewissen Wert eingestellt habe, der hier hinten auf dem Display natürlich auch aufgelistet ist. Und wenn ich jetzt ein Foto mache, mache einfach einen Test, zack, wird entsprechend ausgelöst mit dieser Leistung. Aber wie gesagt, der erste Trick oder der erste Zugang ist eigentlich, dass ich diesen Blitzkopf, ich stelle ihn mal da oben hin auf meinen IZO-Monitor, steht. Der erste
Tipp ist eigentlich, dass ich auf der Kamera quasi einstelle, wie ich fotografieren möchte. Das passt soweit. Dann bin ich auf TTL. Ich mache jetzt einfach ein Selfie. Zack. Und die Kamera sagt da jetzt, welche Belichtung sie haben möchte. Und wenn ich jetzt sage, okay, so gefällt es mir, dann passt es. Dann kann ich da einfach von TTL auf manuell umschalten und bin jetzt im manuellen Modus. Das heißt natürlich, also auf dem Blitz, wenn ich hier jetzt das Foto wieder mache, dann habe ich da jetzt das Foto von mir. Und wenn ich jetzt drauf komme, das ist mir zu dunkel, dann kann ich jetzt die Leistung einfach nach oben stellen. Plus 1, lang drauf bleiben, plus 2. Man sieht, der Blitz ist jetzt auf 7,6. Peng. Und jetzt habe ich die Belichtung natürlich um einiges heller, so wie ich das eben haben möchte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, generell bei Profoto. Wenn man hier in TTL ist und dann die Energie rauf oder runter stellt, dann verändert das nämlich nichts am Blitz, wenn ich nur einen habe. Das verändert jetzt nämlich nur im TTL-Modus die Leistung innerhalb der verschiedenen Gruppen zueinander, die Verhältnisse. Wenn ich fotografiere und die Leistung verändern möchte, also in TTL fotografiere mit Profoto Remote TTLS, wie es in meinem Fall heißt, dann ist es wichtig, dass ich die Leistung hier oben nicht verstelle. Wenn ich quasi in TTL draufkomme, dieses Bild ist mir zu hell, zu dunkel, zu was auch immer, dann muss ich die Leistung anders verstellen. Wie gesagt, wenn ich in TTL bin, das ist nur so ein kleiner Tipp. Und zwar kann man je nach Kamera in die Blitzkompensation gehen und jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte TTL plus eine Blende haben. Das heißt wiederum, der Blitz blitzt jetzt entsprechend heller hier raus. Das ist der wichtige Punkt. Ich muss wirklich, wenn ich in TTL bin, das entsprechend einstellen. Wenn ich, wie gesagt, nicht in TTL sein will, dann einfach den ersten Blitz auslösen, sagen, okay, das ist ein guter Startpunkt, hier auf der Remote von TTL auf manuell rüber wechseln und jetzt sind wirklich die Energieanpassungen, also Plus oder Minus, ich gehe jetzt einfach wieder mal runter, da oben war ich jetzt auf 7 irgendwas und ich gehe ganz runter, die Remote piepst, jetzt bin ich auf der schwächsten Leistung, bin um 5, 6 oder so runtergegangen und jetzt kriege ich natürlich einen sehr, sehr dunklen Blitz, also sehr, sehr wenig Leistung, kann aber jetzt einfach sagen, okay, ich möchte mal die volle Leistung haben, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9. Da ich von 2 gestartet bin, geht natürlich plus 9 nicht, weil ich jetzt auf 10 bin. Achtung, peng. Und habe jetzt natürlich ein viel, viel, viel zu helles Bild, weil ich jetzt mit voller Leistung reingegangen bin. Das war vorher der Blitz, wenig Leistung und das war hier das Bild mit viel zu viel Leistung. Jetzt müsste ich mich natürlich irgendwo in der Mitte treffen. Das heißt, ich gehe da einfach mal runter auf minus 5. Das wäre jetzt so ungefähr die Mitte. Schauen wir einfach einmal. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu dunkel. Das heißt, ich gehe jetzt da um 1,3 nach oben. Und habe da jetzt natürlich das Bild entsprechend aufgenommen. Also dunkel, viel zu hell, das war am Anfang maximale Leistung, das war die Mitte und da jetzt mit Gefühl raufgegangen. Also ich verwende das Ding wirklich im Normalfall so, dass ich, also generell pro Foto blitze, dass ich mit TTL starte, damit ich eine grobe Idee bekomme, wo ich unterwegs bin. Wenn ich jetzt in TTL bleiben möchte, stellt man die Leistung auf der Kamera über die Blitzkompensation ein, wichtiger Punkt. Wenn ich, wie gesagt, kreativ arbeiten möchte und das Licht genauso einstellen will, wie ich es für meine Idee brauche, wechsle ich von TTL auf manuell. Die TTL-Leistung wird sozusagen mitgenommen und der Blitz ist dann auf diese TTL-Leistung eingestellt und fotografiert von dann in manuell weiter. Und jetzt kann ich wirklich die Leistung einstellen, ich kann das Modellicht einstellen, ich kann den Kopf ausschalten, das habe ich jetzt gemacht mit diesem Head-Button oder wieder einschalten. Der Blitzkopf ist wieder da. Ich habe komplette Kontrolle hier von der TTL und kann von da wirklich alles einstellen, was ich möchte. Also komplette Kontrolle von der Remote. Und wenn man das einmal verstanden hat, will man dieses System eigentlich nie wieder missen. Und jetzt im Speziellen hat man natürlich das Ganze extrem in einem extrem handlichen, extrem leistungsstarken Gehäuse mit unglaublicher Flexibilität und unglaublich schnellen und einfachen Wechseln von Zubehör. Ich kann den Zoom sehr flexibel einstellen, genauso wie ich das haben möchte.
Und muss eigentlich sagen, klein und fein pro Foto A1.